etwas sagen zu dem Baum der Erkenntnis. Der Baum der Erkenntnis stammt aus der Erzählung vom Garten Eden und den ersten Menschen. Eine Erzählung aus der Bibel. Der Baum der Erkenntnis ist eines der größten Tabus von Gott für den Menschen ausgesprochen. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Das ist aber nicht ein Baum aus Materie in einem Garten, sondern diese Darstellung ist ein Gleichnis, eine Metapher. Der Baum der Erkenntnis ist etwas Geistiges, eine Vorstellung, die man hat oder entwickeln kann. Und das Verbot von diesen Früchten zu essen, gut und böse, dargestellt als Früchte, bedeutet, mache nicht den Fehler, die Welt einzuteilen in gut und böse. Sage nicht, die einen sind alle gut und die anderen sind alle schlecht. Sage nicht, weil jemand aus einer bestimmten Nation kommt, ist er schlecht und ein anderer kommt aus einer anderen Nation und deshalb ist er gut. Sage nicht, ein Kontinent ist gut, der andere Kontinent ist schlecht. Sage nicht, das eine Geschlecht ist gut, das andere Geschlecht ist schlecht. Sage nicht, weil jemand weiß ist, er ist gut und weil jemand braun ist oder schwarz, er ist schlecht. Teile nicht alles ein in gut und böse, denn erst dadurch erschaffst du gut und böse. Du machst aus einem Ganzen der Welt zwei Teile. Du spaltest sie. Du spaltest das, was einfach ist, das Sein, es ist einfach. So ist es. So ist die Welt. So ist das Leben, das Ganze. So ist es der Bibel nach erschaffen. Von Gott, dem Göttlichen. Und es gibt einen Ausspruch von Jesus, einen Überlieferten, wo Jesus solchen, die sich bei ihm beklagen über die Bosheit der Welt, ihnen antwortet: Lässt nicht euer Vater im Himmel die Sonne aufgehen über Gut und Böse und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Und damit sagt er ihnen genau das Gleiche. Sozusagen, Gott im Himmel ist gerecht. Er teilt nicht auf zwischen Gut und Böse und sagt, die einen bekommen die Sonne und die anderen bekommen den Regen, sozusagen als Strafe, sondern Gut und Böse bekommen Sonne und Regen. Und weil die Gefahr besteht, dass man das aufteilt, trennt, was ganz ist, einfach spaltet, deshalb ist es ein Tabu, ein Verbot, von diesen Früchten zu essen.
die reizen diese Früchte gut und böse, dass man sie sich sozusagen geistig pflücken kann und da hat man etwas und kann sagen, hier ist das alles Gute und hier ist alles Böse. Weil die Gefahr so groß ist, gibt es dieses Tabu, mach es nicht, iss nicht von diesen Früchten, teile nicht alles auf in Gut und Böse, sondern versuche auch mal wahrzunehmen und tolerant zu sein und versuch mal anzunehmen, dass andere anders sind als du selbst. Dass andere andere Vorstellungen haben, andere Wertvorstellungen haben, andere Hobbys haben, andere Ziele haben, andere Berufe haben, andere Vorstellungen von der Welt oder vom Weltraum haben als du selbst. Versuche das mal zu tolerieren, dass man eine einzelne Person sympathisch findet und eine andere weniger sympathisch. Das ist normal und natürlich in der persönlichen Begegnung. Aber sage nicht, weil einer aus einer Gruppe für dich unsympathisch ist, die ganze Gruppe ist unsympathisch. Oder vielleicht das ganze Volk. Und der Nächste sagt, die ganze Nation, die ist böse. Und ein anderer sagt, die andere Nation, die ist toll und gut. Das eine ist Licht, das andere ist Schatten. Und dass es dieses gibt, erleben wir ja auch zurzeit. Wir haben jetzt April 2023. Wir haben den Krieg in der Ukraine und wir haben noch andere Kriege in der Welt. Und da zeigt sich eben auch und wird sich am Ende zeigen, dass diese Darstellung, dass das eine alles gut ist und das andere alles böse, verkehrt ist. So, das wollte ich gerne sagen. Also der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ist ein Tabu, als Tabu deklariert von Gott. So steht es in der Bibel. Das wollte ich sagen und schön ist dieser Ausspruch von Jesus. Man kann es sich richtig vorstellen, dass da ein ganzer Pulk von Leuten kommt und jammert, so wie man das heute auch tun würde und klagt, wie böse und böse ist das alles und wie böse sind die und wie böse sind die und da und da und da und wir sind so gut und die Welt ist so schlecht und so böse. Und Jesus hört sich das so eine Zeit lang an, ein paar Minuten und dann sagt er so ganz gelassen, lässt nicht euer Vater im Himmel die Sonne aufgehen über Gut und Böse und er lässt er nicht regnen über Gerechte und Ungerechte. Man kann sich dann auch vorstellen, dass diese Fragenden, diese Gruppe, dadurch plötzlich ins Nachdenken kommt. Vielleicht sind sie erst enttäuscht, weil es nicht ein klares Echo gibt für das eine und gegen das andere. Und sie kommen ins Nachdenken. Und vielleicht sind sie, wenn sie sich auf ihren Heimweg machen und durch die Gassen gehen oder durchs Land gehen, etwas offener und etwas vorsichtiger damit, andere zu verurteilen. Und in der Regel ist es ja so, man verurteilt die anderen nicht dazu, dass sie besser sind, sondern jeder hat eigentlich die Tendenz, die anderen, wenn er sie beurteilt, zu verurteilen als schlechter als man selbst. Das ist eben auch so eine Gefahr, wenn man von diesem Baum der Erkenntnis die Früchte pflückt, um sich das Leben einfach zu machen. Das eine ist so und das andere ist alles so. Ja, das wollte ich gerne sagen. Und Shalom
Und ich wünsche allen eine schöne Zeit, positive Energie, schöne Gedanken, positive Gedanken, viel positive Power. Ja. Und Lebenskraft und auch Lebensfreude, wenn möglich. Don't wanna believe what I see.